reden Sie denn da? Mit meiner inneren Stimme. Und was sagt die? Die sieht nur Gutes in meiner magischen Kugel. Ich sehe, wie sie ganz alleine auf den Rathausturm klettern, das hässliche Bürgermeisterplakat hinunterwerfen und das Glockenspiel wieder einschalten. Die Leute werden ihnen zujubeln. Mir jubeln die Leute zu? Wirklich? So etwas Schönes wage ich gar nicht zu träumen. Danke, gute Frau, danke. Sie müssen das bald tun, Paul Pichler. Ja? Ja, gleich morgen früh. Aber ich bin nicht schwindelfrei. Kein Problem. Ene mene Hexenbann, Pichler ist ein mutiger Mann. Hex, Hex! Ja, ich mach's. Gleich morgen früh, wenn alle Neustädter zur Arbeit gehen. Danke, hier sind 10 Mark. Reicht das für Ihre Mühe? Eigentlich... Nehmen Sie es, Frau Wahrsagerin. Sie haben mir sehr geholfen. Die Leute jubeln mir zu. Mir, Paul Pichler, wie schön! Spitze, Bibi. Man soll jeden Tag eine gute Tat tun. Habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Das eben war eine. Weißt du, dass wir gerade 15 Mark verdient haben, Flori? Du, nicht ich. Egal, das wird geteilt. Du, Bibi, ich habe da was unter dem Tisch gefunden. Ein königliches... Was ist denn hier los? Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Wir wollten wissen, ob wir versetzt werden. Mit so einem Unsinn gebe ich mich nicht ab. Das ist kein Kinderspielplatz hier. Nimm gefälligst die Perücke ab und gib ein Tuch her. Und jetzt verschwindet!